Was ist los? Geht's allen gut? Die wurden angerufen. Es hieß, hier würde es Ärger geben. Oh, okay. Ja. Okay. Müssen Sie sich umsehen? Ist ein bisschen nass, um zu trainieren, oder nicht? Müssen die Mädchen nichts für die Schule machen? Sie machen ihre Hausaufgaben. Tandy ist Beste in ihrer Klasse, genauso wie Lynn und Isha. Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass wir hart zu den Kids sind. Das weiß ich selbst. Das müssen wir sein, um sie von der Straße fernzuhalten. Sie wollen sich die Kids ansehen? Sehen wir uns die Kids an! Wir haben zukünftige Ärzte, Anwälte und zwei Tennisstars in dem Haus. Die Chance, dass sie die Art von Erfolg erzielen, die ihnen vorschwebt, ist einfach sehr, sehr gering. Okay, Sie machen einen Fehler, aber machen Sie ruhig. Sehen Sie sich ein paar Bälle an. Okay. Wie heißt ihr noch gleich? Ich bin Venus. Ich bin Serena. Und, was denken Sie? Ich habe mir einen 78-Seiten-Plan für Ihre Karriere geschrieben, bevor Sie auf der Welt waren. Ja, Baby, ja! Die Mädchen sind spitze. Warum kenne ich die nicht? Die sind aus Compton. Ist okay. Die sehen nur selten so gut aussehende Menschen wie uns. Sie ist nervös. Legt eine Schippe drauf. Vielleicht sollte sie einige Schippen drauflegen. Hab ein paar Spiele klar gemacht. Ich glaube, Sie haben da den nächsten Michael Jordan. Oh nee, Mann, Alter. Ich hab da die nächsten zwei. Als nächstes musst du lernen, nicht nur für dich zu stehen, sondern für jedes kleine schwarze Mädchen auf der Welt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß. Die Welt hatte nie Respekt vor Richard Williams. Aber euch werden sie respektieren. Du gehst mit erhobenem Kopf daraus. Du bist ein Champion. Und die ganze Welt weiß das. Das gefährlichste Lebewesen auf Erden ist eine Frau, die ihren Verstand einsetzt. Ja, Daddy. Gibt nichts, was sie nicht kann. Zeigst du ihnen, wie gefährlich du bist? Ja! Venus und Serena werden die Welt verändern. Venus Williams, wer ist dein bester Freund? Du, Daddy. Serena Williams, wer ist dein bester Freund? Venus. Dann du. Ist doch unglaublich.